Ja, heute war wichtig, dass wir eine Reaktion gezeigt haben, weil in Villach haben wir sicher heute das umgesetzt, was wir gewählt haben, was wir uns vorgenommen haben. Heute haben wir einen richtig guten Tag erwischt und heute haben wir gewählt, eine Reaktion zu zeigen und es ist uns gelungen und umso besser gegen eine gute Mannschaft. Jetzt spielen wir am Sonntag gegen Thurgau, zweite Liga Schweiz, nächster internationaler Vergleich. Was denkst du, dass der Sam auf die Wölfe wartet? Ja, ich glaube, die Schweizer sind brutal gute Eisläufer und da ist eine junge Mannschaft, was jedes Jahr ein wechselt. Da muss sich jeder beweisen, weil die wollen alle einen Schritt augen in die härtere Liga. Deswegen glaube ich, müssen wir einfach konter sein und wieder so sein wie heute. Und ja, ich meine, weil es zweite Liga ist, das ist etwas anderes. Konstantin Braun, Niederlage der Steelers beim HC Pustertal im Rahmen eures Trainingslagers in Nordtirol. Wie ist dein Fazit? Oh ja, wir haben uns im ersten Drittel ein bisschen schwer getan, sind nicht gut ins Spiel gekommen. Ich würde sagen, zum zweiten Drittel war es ausgeglichener und am Ende halt ein Empty Net. Ich würde sagen, es war eigentlich ein sehr ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe. Beide Mannschaften haben, ich weiß nicht, wie viele Spiele hier, bei uns war es das zweite, bei euch wahrscheinlich auch das zweite oder dritte oder was. Also dafür war es, glaube ich, ein gutes Sommerhockey, was wir da gezeigt haben. Yeah, that was a pretty good game all together. I think we play a good game. I think we want to bounce back for our game, last game. And yeah, boys were happy after the win. Just Sunday, we're going to play the next preseason game with the Swiss team, the ex-team of our coach, Stefan Meyer. What you can say about this game? Oh, I didn't know that was the whole team, so we're going to have to win this game. But yeah, we have to come the same way than we did tonight, and I think we're going to have a good game. He was the coach there for 6 years, so he has to lose something. Yeah, well, I didn't know. So, yeah, we have to. Maybe he's going to put money on the game. I don't know, but yeah, we need a good game.